So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge. Ich habe mir überlegt, wie wir jetzt hier unsere Stadt weiter bauen. So, zum Teil schon mal ein bisschen. Wir werden jetzt hier uns einen Kreisverkehr bauen, wofür ich kein Geld mehr habe. Lassen wir es mal weiterlaufen. Ich brauche Geld, brauche Geld für das, für den großen Kreisverkehr. Und hier vorne ist hier, können sie wohnen, wie sie wollen. Das ist schon mal sehr gut. So, ab hier ist ja dann die Grenze und dann machen wir hier vorne. Großen Kreisverkehr hin. Naja, so groß ist er jetzt auch nicht. Wir können hier so welche Straßen noch hin gebrauchen. Sind zwar ein bisschen zu groß, aber wenn die sagen, das ist reichvergrößern, dann soll es dafür reichen. Wir haben hier dreispurig und von dreispurig gehen wir natürlich auch weiter aus. Wir werden in Richtung Großstadt werden wir mit den arbeiten, mit den Bäumen. Wir werden aber die Straße hier verbessern. Hier geht es Richtung Stadt rein. Und hier geht es Richtung Gewerbe rein. Und dann Industrie wird dann hier oben gebaut. Da geht es hier nochmal auf die Autobahnauffahrt und dann hier rum. Das Verkehrsaufkommen wird sich natürlich extrem erhöhen. Aber damit müssen wir dann zurechtkommen. 32.000. Wollen wir nicht eigentlich zuerst ein Busunternehmen uns holen? Dafür brauchen wir ein bisschen schnellere Geschwindigkeit. Ja. Heute ist die... Ich glaube, letzte Vorproduktion, bevor ich wieder aufhöre. Also ich mache nur zwei Parts, die ich jetzt so aufnehme. Also U-Bahn. U-Bahn ist billig? Nein, das wollte ich nicht. Oh, jetzt habe ich eine U-Bahn gebaut. Geile Sache. Ich liebe mich. Das ist natürlich die Frage, ist U-Bahn jetzt billiger als... Zweimal 15.000. Ach, wir werden es einfach mal so probieren. Wir werden ja sehen, ob das was bringt. Ich glaube eher weniger oder so. Fälle zu steil. Ja, komme ich überhaupt nicht drüber oder was? Oh, ist das mistig. Müssen wir uns jetzt echt mal was überlegen. Fälle zu steil. Ah. So. Und jetzt natürlich nur noch eine Kurve hier rein. Obwohl, ich würde hier zuerst... Hier noch eine U-Bahn-Station, der hat, glaube ich,
Sehr praktisch. Mal dann Industriegebiet 1, Industriegebiet 2. Und ich sehe gerade, dass wir hier oben eigentlich letzten Parts entleeren wollten. Aber solange das Ding aus ist, kann ich es natürlich nicht entleeren. Verkehr. So. Gerade. Würde ich 20.000 nur bekommen, das ist zu wenig. Dann muss ich aber 21.000 abzahlen. Ich habe mir auch schon zu viel von der Bank geliehen. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen Budget niedriger stellen. Gucken, ob ich dann noch genug Strom... Oh, das tut ja schon weh. Wie viel kostet der? 12. Den muss ich mir wohl als nächstes bauen. Das Budget muss nach unten gestellt werden. Überall, wo ich jetzt ein bisschen Budget streichen kann, kommen hier nochmal ein kleines bisschen nach oben. Kommt da mir gerade nicht rum. Alter, die Waschmaschine. Das ist eigentlich das Nervigste in der Aufnahme heute. Vor allem jetzt, wenn sie richtig rumradert. Und die meckern nicht rum. Oh, ist das geil. Ich krieg Geld. Money, money, money. Hast du funny? In a rich man's world. Money, money, money. Let's be done. In a rich man's world. 6300. Oh, oh, oh. Und dann... Oh, jetzt meckern sie rum. Komm, ich brauch nur noch das Geld jetzt. So, und jetzt gehe ich runter. Meckern alle rum? Nein. Es meckern bloß, glaube ich, die hier rum, oder? Nein, der Gewerbe meckert rum, okay. So, und jetzt kann ich meinen Verkehr starten. Von hier geht's hierhin, geht's hierhin, geht's wieder hierhin. Und schließt hier die Linie ab. Nice. Jetzt haben wir eine U-Bahn, aber keinen Busverkehr. Geil. Menzi, ich liebe dich. U-Bahn. Eine U-Bahn. Fünf Fahrzeuge, wo wir nur vier Stationen haben. Man sieht hier auch die ganzen Menschen hinterlaufen, das ist richtig nice. Gut, hoffen wir mal, dass man damit ein bisschen Geld einnehmen. Sieht auch recht gut aus. Oh, die Waschmaschine ist fertig. Okay, nicht ganz fertig, aber sie ist eigentlich fertig. Tut mir leid, Steuern sind zu hoch, da kann ich leider nichts machen. Wir haben schon wieder 30.000. Wir haben jetzt so viel bekommen. So, ja, ich wollte mich jetzt hier ans Dings dran halten. Friedhof, okay. Verbrechen, okay. Feuersicherheit. Okay, hier ist okay. Hier ist alles ein bisschen knapp. Eine Universität wäre, glaube ich, jetzt auch einmal ganz so dämlich. Eine Grundschule vielleicht noch mal. Naja, Grundschule nicht. Wir wollen jetzt unsere Großstadt beginnen. Wir wollen jetzt langsam unsere kleine Großstadt. Oh, so. Schritt für Schritt bauen wir die Großstadt auf. Könnte man ja eigentlich...
Wald hinmachen. Autobahnzeichen, okay. Alter, das ist penetrant. Aber muss wirklich sagen, wenn man das ordentlich macht, dann sieht das am Ende richtig, richtig nice aus. Schaut euch dazu die Videos von Debito an. Also der hat ja die ganzen Autobahnabfahrten und sowas mit Bäumen gepflanzt. Richtig krank. Vor allem, wozu will ich denn Steine kaufen? Ich würde mal sehen, wer mit Steinen hantiert. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Hier so in die Mitte und dann ringsherum nochmal so ein Fußgängerweg. Ey, komm, ja, kein Fußgänger hin. Also das sind dann die Fußgängerüberwege, die ich meine. Dass man dann hier so ein bisschen hoch und runter baut mit denen hin und her. Und so, 12. Wir haben ein Müllproblem. Das weiß ich, seitdem ich hier auf der Map bin. Im Verkehrsaufkommen sagt 86%. Es wird langsam voller. Vor allem hier vorne. Also das interessiert mich und das interessiert mich. Hier unten ist sowieso noch nichts los, also... Und das hier wird auch nicht mal lange existieren, hoffe ich mal. Ach so, hier. Alter, nice. So. Wir können im Moment wirklich fast null machen. Also die Zeit vorspulen, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Ich bin so ein Idiot. Und wir sind am anderen Ufer. So. Überlegung. Wie kann man so eine Großstadt jetzt aufbauen? Ich würde mal sagen mit Hauptstraßen. Die sich hier so lang ziehen. Stehen im 90 Grad Winkel, hier auch, glaube ich, auf große Straßen übergehen. Ne, ganz so großen Unterschied ist es nicht. Und ja. Wieder in dem Style, glaube ich. So. Und so. So ist es eigentlich relativ gut. Jetzt brauchen wir nur noch hier Wasser drüben, wobei ich so idiotisch bin und gerade alles schon hingebaut habe und mir fehlt hier alles. Jetzt fehlt nur noch Strom. Das würde ich jetzt noch nicht machen. So, nee, nee. So. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Augen auf, ich komme. Du. So. 20 MW.
So, dann haben wir nämlich hier oben nur das starke Aufkommen und nicht hier unten. Und dann macht das eben im Wechsel. Das mache ich, das versuche ich eben im Livestream so einen Wechsel zu bauen. Dann würde ich nämlich sagen, mach mal zwei davon, zwei oder drei, und dann mach mal eben die Dings hin. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich mal. Augen auf, ich komme. Dom, dom, dom. Oh, die Verschmutzung ist relativ groß geworden. Und uns fehlt Strom. Ist natürlich jetzt das Mistige. Also wir könnten jetzt genug Strom haben. Haben wir auch. Also das Strom wird auch hier produziert und wird nie darüber transferiert. Also bauen wir nochmal kurz hier dicht besiedeltes hin. Machen von hier eine Leitung hier rüber. Dann haben wir das Stromproblem zum Teil gelöst. Ich muss den Part wenden, weil sonst wird er zu lang. Leute, von heute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt dann auch mal nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. 2 oder 3 pro Woche. Bringt schon recht gut Geld ein. Und hoffentlich ist nächstes Mal die Waschmaschine nicht dabei. Dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mann das Wort. Ciao, ciao.